Willkommen auf meinem Kanal, die Tesla-Crew. Lang nichts mehr gehört von mir, aber ich lebe noch. Die Frage, die ich am meisten gestellt bekomme von Nicht-Elektroautofahrern, ist immer, wie weit kommt das Auto? Ihr kennt das, die auch Elektroauto fahren. Und ich sage dann immer so vom Nordkap bis in die Spitze von Afrika. Und damit willkommen hier auf unserem Roadtrip, der Chris und ich. Wir wollen versuchen, mit dem Standard Range Plus, mit dem kleinen Akku quasi, Model 3 zur südlichsten Spitze Europas zu fahren. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Vielleicht auch gleich noch die westlichste Spitze mitnehmen. Die südlichste Spitze ist Tarifa. Das ist da in der Nähe von Gibraltar. Dann schon fast Marokko quasi, Afrika. Und die westliche Spitze ist Cabo Roca bei Lissabon. Aber da muss man natürlich schauen, wie das aussieht mit den Infektionsgeschehen. Kennt ihr ja alle selber. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, ob wir überhaupt dorthin kommen, ob das überhaupt geht mit einem Elektroauto. Kleiner Spoiler: Supercharger gibt es genug nach da unten. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Aber wir werden es jetzt in der Praxis testen. Jo, und dann schauen wir mal. Guck mal hier vorne, das sind die drei gleichen. Jetzt mal kurz vor. So, wir sind nämlich gerade losgefahren, Erfurt Autobahn A4, kurz nach dem Erfurter Kreuz, und da seht ihr im Hintergrund die drei gleichen. Das sind Burgen, hier links auch nochmal eine. Jo, der Chris ist, der hält zwar die Kamera, ich hoffe, er wackelt nicht zu doll. Er ist nämlich sehr, sehr müde, den habe ich aus dem Bett geprügelt. Ich glaube, du bist erst heute ins Bett, oder? Alles gut. Alles gut, okay. Dann würde ich sagen, let's go, bis zum nächsten Supercharger. Charger angekommen hier in Mücke. Hier war ich schon mal, da waren allerdings nur V2 Supercharger. Jetzt sind hier noch 1, 2, 3, 4, glaube ich, neue V3 Supercharger dazugekommen. Ich hatte den Trip mal noch zurückgesetzt und umbenannt in Portugal, dass wir hier mal gucken können, was wir verbrauchen. Wir sind jetzt bei 193 Wattstunden pro Kilometer, muss aber dazu sagen, wo es ging, bin ich 150 gefahren. Dafür ist es kein schlechter Schnitt. Ich würde sagen, ich hänge erstmal an, dass wir hier laden können. So, das sind nämlich jetzt hier vier neue dazugekommen. Zu den 6 V2, die es hier schon gab. Genau, so sieht das aus hier. So, auf geht's, ladebereit. Na, dann lade auch mal. Hallo? Teilnehmer? Jo, nochmal entriegeln. Anstecken. Und es wäre grün. Jetzt wird's grün. So, und jetzt lädt er auch. Ne? Genau. Geht er schön hoch. 120, 130. Hey, da flitzt schön hoch. Na, der Akku ist natürlich warm. Wir sind bei 25%. Oh, so viel hatte ich, glaube ich, noch nie. Eieiei, 170 hatte ich noch nie mit dem. Mit dem alten hatte ich schon mal 171. Ja, das sieht doch gut aus. Na, da geht das doch gut los hier, dass wir nicht so lange stehen. Ja, mal sehen, einen werden wir noch brauchen hier in Deutschland. Und dann fahren wir rüber über die Grenze nach Frankreich. Bist du wieder wach, Chris? Hat die ganze Zeit gepennt. Ist ja auch okay. Ja, in Elsass rein. Bei Straßburg, denke ich mal, werden wir rüberfahren nach Mulhouse. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Ich bin jetzt kein
ich kann nicht gut Französisch jetzt von der Sprache her. Dann werden wir weiterfahren morgen Richtung Mittelmeerküste. Da schauen wir mal heute Abend noch in Ruhe, wo wir dann morgen schlafen, was für eine Strecke wir machen, ob wir Mautstrecken fahren oder nicht Mautstrecken. Da gucken wir dann einfach mal. Und dann geht es weiter Richtung Barcelona, so der Plan zumindest. Valencia und, wenn alles gut geht, Portugal, Algarve. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, das sieht hier ganz gut aus. Jetzt zügig, da kommen wir sicherlich in 20 Minuten weiter. 25 Minuten, sagt er. Ich denke mal, in 20 Minuten kommen wir trotzdem schon weiter. Na gut. So, da werde ich mir erstmal aus dem Kühlschrank was zu trinken holen oder eine kleine Mahlzeit. So, das Teil habe ich mir nämlich hier zugelegt von Mobicool. Das ist nicht nur so eine Thermobox, sondern das ist ein richtiger Kompressor, eine richtige Kompressor-Kühlbox. Das heißt, ich habe die eingestellt jetzt auf 1 bis 2 Grad. Das sieht man jetzt hier, glaube ich, nicht so. Das hält ja die Temperatur. Ich könnte bis minus 10 Grad und könnte ja Eis transportieren. Der hält das tatsächlich alles über einen Zigarettenanzünder. Den Tipp habe ich aus unserer WhatsApp-Gruppe. Danke nochmal an alle, die mir da geholfen haben. Vor allen Dingen der Frank von Generation E. Den grüße ich an dieser Stelle. So, das ist natürlich vollgepackt. Dann habe ich mir hier ein Y-Foot gemixt vorher. Das nehme ich gern mal so auf längeren Fahrten. Das ist jetzt keine Produktplatzierung, da bekomme ich jetzt nichts dafür, aber ich nehme das tatsächlich gern, weil das recht satt macht und man hat das immer mal schnell dabei und so gekühlt ist natürlich richtig genial. Ja, ansonsten, Kofferraum haben wir natürlich vollgeknallt bis oben hin, da passt nichts mehr rein. Oh, da werde ich es mir jetzt erstmal schmecken lassen, er pustet ordentlich hier. Guck mal, wie kalt das ist. Richtig kalt. Nee, das ist schon genial mit dem Kühlschrank. Gerade Portugal runter kann es ja auch mal locker 40, 45 Grad plus werden. Und da haben wir auf jeden Fall unser Brot, Butter, Wurst, Getränke, alles schön kühl. So, hier seht ihr auf der Autobahn Oberleitungen für LKWs. Das ist hier so eine Elektro-LKW-Versuchsstrecke mit Oberleitung. Ob sich sowas durchsetzen wird, eher nicht. Sieht scheiße aus. Und naja, weiß nicht. Ist gut, dass man verschiedene Sachen probiert. Klar, aber das wird nicht in Zukunft sein, denke ich mal. Dann eher Wasserstoff bei LKWs. Lass uns überraschen. Aber sieht lustig aus. Ich würde gerne mal so einen LKW jetzt hier auch dran sehen, der gerade lang fährt. Sieht man wahrscheinlich äußerst selten. Guckt euch das mal an hier, was sie da für Masten bauen müssen, um das zu halten. Das ist ja wirklich Wahnsinn. So, zweiter Supercharger in Bruchsal, Germany, immer noch. Hier müssen wir wahrscheinlich 40 Minuten nachladen. Und ich habe 188 Wattstunden pro Kilometer verbraucht. Bin wieder so, wo es ging, 150 gefahren, manchmal schneller, manchmal langsamer. Jo, und da würde ich sagen, auch hier Supercharge von 2. Ja, das war seltsam hier. Die Anfahrt zu dem Supercharger ist ganz schön weit ab von der Autobahn. Wir sind da jetzt ein paar Minuten tatsächlich gefahren. Gut, man ist vielleicht verwöhnt. Okay, dann schauen wir mal, dass wir hier genügend reinbekommen, um über die Grenze zu kommen. Und der nächste wäre dann in Mühlhausen, Frankreich. Aber wie viel sind wir jetzt überhaupt? Wie viele Supercharger? 8 Stück oder so, ne? Mehr. Mehr, 10er, 12er. 12. Ja, ist auf jeden Fall gut besucht. Hier hat sogar einmal so eine Anhängerbox mit hinten dran. Auch cool. Ja, passt aber. So, der Christa hat sich hier erstmal was zu essen gezaubert. Gesund.
Ah, alles aufs Gramm, genau. Guten Hunger. Ja, das sieht doch gut aus. Lass dir schmecken, frisch aus dem Kühlschrank, gell? Das ist schon was Feines, wenn man einen Kühlschrank mit dabei hat unterwegs. Lass dir schmecken, beeil dich, wir müssen gleich weiter. Der ist schon wieder fast fertig mit Laden. Nein. Aber er lädt schneller als wir eigentlich. Wir könnten eigentlich schon bald weiter, aber wir haben Zeit. Wir sind nicht auf der Flucht, wir sind im Urlaub. Wir sind angekommen in Frankreich, in Boulouse, Mühlhausen, beim Supercharger hier. Und das, an der Stelle möchte ich mich jetzt mal bei euch bedanken. Und zwar bei all denen, die über mein Referral sich ein Tesla Model 3, Model S, Model X oder sonst was gekauft haben. Denn ihr, genau ihr seid es, die es uns ermöglichen, dass wir hier kostenlos durch ganz Europa fahren können. Und dafür dickes, dickes, dickes Dankeschön. So, und jetzt werde ich aber erstmal schauen, dass ich hier was nachlade. Das sieht eigentlich ganz nice aus hier. Das ist auch so ein großes Hotel. Und wir gönnen uns erstmal was. Ja, aus ein Schweizer hier und das andere sind alles Franzosen. So, und der Chris hat die ganze Zeit gearbeitet hier nebenbei während der Autofahrt. Ging das? Jetzt ist gerade Verbindung abgebrochen, weil wir jetzt in einem anderen Land sind. Also genau, ja, stimmt. Über die Grenze war auf einem Verbindungsabbruch. Ich hoffe, bei dir ist alles ja, okay. Schon, ja, gut. So, na dann. Stark frequentierter Supercharger. Auf 80% limitiert. So. Alles gut. Er zieht hoch. Na wunderbar. Dann haben wir es gleich geschafft, unsere erste Etappe. Hier werden wir uns dann ein Quartier suchen und beziehungsweise haben wir schon über Airbnb uns ein Quartier rausgesucht. Ja, vielleicht mache ich, wenn ich Lust habe, noch eine kurze Roomtour und ja, mal schauen. Morgen geht es dann weiter. Ja, wir haben uns dann abends noch die Stadt ein wenig angeschaut. Das ist ein schöner Kontrast zwischen historischen Altbauten und moderner Architektur, kann man sich mal anschauen, ist sicherlich ganz nett, war jetzt einfach nur eine Zwischenetappe für uns. Ein Roomtour habe ich da nicht gemacht, das war jetzt nicht der Rede wert, haben wir wahrscheinlich ein bisschen zu sehr auf den Preis geschaut, beim nächsten Mal müssen wir da ein bisschen besser auswählen, war okay, mehr aber auch nicht. Und in der nächsten Folge nehmen wir euch dann mit, da fahren wir dann von Mulhouse oder auch Mühlhausen genannt, Richtung Lyon runter. Da haben wir noch keine Unterkunft. Hier blenden wir das mal ein. Also oben seht ihr Mulhouse. Dann werden wir sicherlich nochmal zwischenladen müssen. Und unten ist Lyon. Unterkunft werden wir uns heute Abend dann noch raussuchen. Bei Airbnb wieder. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge mit dabei und freue mich auf euch. Bis dann.